Wieder gibt es Ärger mit der Türkei, diesmal wegen der Pro-Erdogan-Demo gestern in Köln. Weitere Themen heute in Deutschland. Konservativer Islam auf dem Vormarsch, warum junge Türken auch hierzulande immer religiöser werden. Und Kiesabbau im Einklang mit der Natur, wie am Niederrhein neue Landschaftsbilder entstehen. Liebe Zuschauer, willkommen. Es sei eine Schande für Demokratie und Recht, twitterte der türkische Justizminister, dass die Pro-Erdogan-Demonstration gestern in Köln ohne den türkischen Präsidenten stattfinden musste. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Zuschaltung aus formalen Gründen abgelehnt. Die Reaktion der türkischen Regierung kam prompt. Am Mittag wurde der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Ankara ins Außenministerium zitiert. Antoine Kuschelgen. Ein Meer aus roten Fahnen. Die Stadt Köln am Sonntag fest in der Hand von Erdogan-Anhängern. Rund 40.000 demonstrieren ihre bedingungslose Unterstützung für den türkischen Präsidenten. Viele fordern lautstark die Wiedereinführung der Todesstrafe und bejubeln den Auftritt des türkischen Sportministers in Köln. Die, die uns kritisieren, sollen euch hier lebenden Türken erst einmal die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen, bevor sie Ansprüche stellen. So der türkische Minister an die Adresse der Bundesregierung. Dem hätte sich Präsident Erdogan wohl gerne angeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht untersagte aber eine Live-Zuschaltung des türkischen Präsidenten. Für Erdogan ein skandalöser Maulkorb, der heute für diplomatische Turbulenzen sorgt. Die türkische Regierung hat den Gesandten der deutschen Botschaft in Ankara einbestellt. Zuvor kritisierte der türkische Justizminister das Redeverbot auf einer Kundgebung der AKP. Das ist völlig widerrechtlich und in einer Art auch unhöflich, dass unser Präsident nicht in Köln sprechen durfte. Von nun an darf Deutschland gegenüber der Türkei nicht mehr Begriffe wie Rechtsstaat und Menschenrechte in den Mund nehmen. Die zweite Drohung aus Ankara geht heute Richtung Brüssel und betrifft das Flüchtlingsabkommen. Die Türkei fordert, dass ihre Bürger bis spätestens Oktober ohne Visum in die EU reisen dürfen. Ansonsten will die Regierung in Ankara den Flüchtlingsdeal mit der Europäischen Union beenden. Drohungen und Ultimaten sind scheinbar der neue türkische Stil. Wir sind aber nicht auf einem türkischen Basar, wenn es um die Visafreiheit geht. Es gilt, 72 Kriterien in puncto Visafreiheit zu erfüllen. Und da entwickelt sich gerade die Türkei in die ganz andere Richtung. Wenn die Türkei sagt, wir sind nicht bereit, die Bedingungen der Europäischen Union zu erfüllen, dann hat die Türkei selber die in Aussicht gestellte Visafreiheit vereitelt und nicht die EU. Und die hat inzwischen auch reagiert und deutlich gemacht, dass die Kriterien für die Visafreiheit nicht verhandelbar seien. Ja, die Regierung in Ankara droht nun also der EU. Wenn nicht schnell die Visafreiheit kommt, soll Schluss sein mit der Rücknahme von Flüchtlingen. Shakuntala Banerjee in Brüssel. Wie ernst nimmt man dort diese Drohung aus der Türkei? Ja, also egal ist das hier sicherlich niemandem. Man hört allerdings hinter den Kulissen diesen Tonfall aus der Türkei. Diese besonders harten Ansagen, die kennt man hier schon und die hält man für Teil des Politpokers in der Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei. Das Rezept, was die EU dafür entwickelt hat, ist offensichtlich demonstrative Gelassenheit. Man gibt sich hier erstmal sachlich und sagt, momentan läuft der EU-Türkei-Deal, es funktioniert, es kommen weniger Flüchtlinge, es fließt Geld von Brüssel nach Ankara in die Türkei, um den Flüchtlingen zu helfen. Das sieht also alles ganz gut aus. Und auf die Diskussion über die Visa-Liberalisierung will sich Brüssel auf keinen Fall einlassen. Das haben wir eben in dem Beitrag auch schon gehört. Da heißt es ganz klar, 72 Punkte sind zu erfüllen und zwar vollständig. Erst dann gibt es die Visa-Liberalisierung. Was man hier auch noch sagt, ist, es wird ja einen Bericht geben im September. Da kommt der nächste Bericht zu der Umsetzung und dann wird man genau hinschauen, wie weit ist man eigentlich. Kann man dann die 72 Punkte schon für erfüllt erklären und erst dann soll weiter diskutiert werden. Man beschaut ganz aufmerksam nach Ankara und in die Türkei, was da passiert, aber man will sich hier demonstrativ nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also Brüssel versucht erstmal gelassen zu bleiben. Shakuntala Banerjee, vielen Dank. Unter den Anhängern Erdogans sind in Deutschland auch viele junge Deutsch-Türken. Frauen und Männer, die schon in zweiter oder dritter Generation hierzulande leben, also hier geboren und aufgewachsen sind. Viele sprechen besser Deutsch als Türkisch, besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft und dennoch fühlen sie sich mit der Türkei stärker verbunden als mit Deutschland. Auffällig ist zudem, wie nun eine Studie zeigt, dass viele junge Türken den islamischen Glauben zum Teil konservativer auslegen als ihre Eltern. Susanna Santina. Die meisten von ihnen sind in Deutschland geboren, haben ihr gesamtes Leben hier verbracht.
Aber die Religion, der Islam, der sie mit der Heimat ihrer Eltern oder Großeltern verbindet, wird für viele zunehmend wichtiger. Durch eine umfangreiche Befragung hat Detlef Pollack festgestellt, dass gerade die jungen Deutsch-Türken immer religiöser werden. Das heißt, sie legen großen Wert darauf, nicht einfach aufzugehen in der Mehrheitsgesellschaft, sondern ihren Islam vorzuzeigen. Man könnte sagen, sie leben einen reflektierten Islam und wollen deutlich machen, dass sie sich von der Mehrheit unterscheiden. Eine stärkere Fokussierung der jungen Muslime auf ihre Religion. Experten erklären das mit einer mangelnden Anerkennung. Gut die Hälfte der jungen Deutsch-Türken fühlt sich bei uns als Bürger zweiter Klasse. Nicht zu unterschätzen ist aber auch der Einfluss der Heimatländer. Besonders deutlich wird das im Fall der Türkei. Unter Präsident Erdogan wird das Land immer nationalistischer und konservativ-islamischer. Die meisten Deutsch-Türken finden das gut, auch in unserer Umfrage. Für mich persönlich, ja. Aber es gibt ja auch viele Leute, die das nicht mögen. Zum Beispiel eben die Christen oder so in der Türkei, die wollen das ganz und gar nicht. Und wenn da 99% islamische Menschen da leben, dann muss auch natürlich diese islamische Tradition auch weitergeführt werden. Knapp 60% der türkischen Wähler hierzulande haben 2015 Erdogans Partei AKP gewählt. Neben Erdogan stehen auch türkische Verbände hierzulande in der Kritik. Sie sollen eher die Bindung an die Türkei als die Integration in Deutschland stärken. Alle Imame der DİTİB-Moscheen etwa kommen aus der Türkei. Sie sprechen Türkisch. Änderungsvorschläge unerwünscht. Besonders bedenklich ist nach der aktuellen Studie der religiöse Fundamentalismus. Knapp die Hälfte der Deutsch-Türken findet etwa die Gebote des Korans wichtiger als das Grundgesetz. Wenn man das alles zusammenzieht, könnte man sagen, so fundamentalistische Einstellungen gibt es bei etwa 10-15% der Befragten. Und das ist schon ein beachtlicher Anteil. Sie sind vor Jahrzehnten nach Deutschland eingewandert. Sie sind hier geboren. Aber richtig angekommen sind viele nicht. Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, hat davor gewarnt, den Islam mit Terrorismus gleichzusetzen. Auf dem Rückflug von seiner Polenreise sagte er, dass es in fast jeder Religion eine kleine Gruppe von Fundamentalisten gebe, auch in der christlichen Gemeinschaft. Um die Jugend davor zu schützen, bräuchte sie vor allem mehr Ideale. Für alles zu wenig Zeit. Berufstätige Eltern von heute sind laut Krankenkassenstudie im Dauerstress. So beklagt knapp die Hälfte der Befragten enormen Zeitmangel. Stress verursacht zudem die Suche nach einem geeigneten Kita-Platz. Zwar haben seit genau 3 Jahren alle Kinder zwischen 1 und 3 Anspruch auf eine Betreuung. Doch die Wirklichkeit ist oft eine andere. Birgit Franke. Schon als Noemi auf die Welt kommt, beantragt Maria Rapper einen Kita-Platz ab dem 2. Geburtstag. Doch am Ende ist Noemi 3 Jahre alt, bis die Stadt einen Platz anbietet. Und dabei hatte Maria Rapper oft telefonisch nachgefragt. Nervig, meint die Mutter. Deutschland möchte ja, dass wir Kinder bekommen und dann wird man überhaupt gar nicht unterstützt. Ja. Man rennt die ganze Zeit der Stadt hinterher, man möchte einen Kita-Platz. Hier gibt es unzählige Kitas, aber keinen Platz. Fehlende Kita-Plätze? Laut Statistischem Bundesamt sind im März 2016 721.000 Kinder unter 3 Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflege untergebracht. Ein Plus von 3,7% zum Vorjahr. Doch Experten relativieren die Zahl. Die Zahl von 3,7% ist sauber und korrekt. Nur das Problem ist, dass im gleichen Zeitraum auch die Geburten gestiegen sind, sodass wir anteilsmäßig so gut wie keine Verbesserung haben. Das heißt, der Betreuungswunsch weiterhin viel größer als das Angebot. Rund 36% der Kinder zwischen 1 und 2 Jahren werden betreut. Der Bedarf hingegen liegt bei 55%. Bei Kindern zwischen 2 und 3 Jahren liegt das Angebot bei rund 61%, der Bedarf bei 73%. An den Lücken wird gearbeitet, so der Deutsche Städtetag. Doch nicht nur mangelnde Bauplätze in den Ballungszentren sorgen für Probleme. Was uns als Kommunen fehlt, ist natürlich die Ausfinanzierung und auch genügend Erzieherinnen und Erzieher. Das ist auch sozusagen ein Engpass. Wir brauchen da auch deutlich mehr Ausbildung. Es wird also noch dauern, bis alle Eltern einen Betreuungsplatz für ihre Kleinkinder angeboten bekommen. Am Mittwoch soll er im Kabinett verabschiedet werden, der Bundesverkehrswegeplan von Minister Dobrindt. Dieser sieht bis 2030 rund 1.000 Projekte für insgesamt knapp 270 Milliarden Euro vor. Kritik kam bereits heute von den Grünen. Der Plan werde dazu beitragen, dass die Klimakrise voranschreite.
Auch in seinem oberbayerischen Wahlkreis setzt der Bundesverkehrsminister mehr auf die Straße als auf die Bahn. Manfred Ahlers berichtet. Es wird mit Hochdruck gearbeitet bei Garmisch-Partenkirchen. 3 Tunnel zur Ortsumfahrung sieht das Bundesverkehrsministerium als vordringlich an. Kosten mindestens 500 Millionen Euro. Alle 3 Tunnel liegen im Wahlkreis von Bundesverkehrsminister Dobrindt. Der kam im letzten Sommer zum Baubeginn des ersten Tunnels. Die Bürger vor Ort sind ihm dankbar, die Landtagsopposition weniger. Vor dem Hintergrund, dass er ja als Verkehrsminister, Stichwort Maut, bisher nicht sehr viel zustande gebracht hat, aber offensichtlich seinen eigenen Wahlkreis üppig bedient. Und ich glaube, das ist einfach nicht sachgerecht und fördert bei den Bürgerinnen und Bürgern eher das Misstrauen gegenüber der Politik. Der Bundesverkehrsminister antwortet darauf einsilbig. Wird Ihr Wahlkreis im Bundesverkehrswegeplan bevorzugt? Nein. Was sagen Sie zu den Vorwürfen? Schwachsinn. Wir schauen in den Nachbarwahlkreis nach Bad Heilbrunn. Der Schwerverkehr quält sich durch den Kurort. Hier ist ein Tunnel oder eine Umgehung auf die nächsten Jahrzehnte verschoben. Für die Leute an der Straße wäre es bestimmt von Vorteil, wenn es umgebaut wird. Ich würde schon besser finden, wenn das möglichst schnell gemacht wird, weil ich davon überzeugt, wenn die Politiker da irgendwie einen Einfluss drauf haben, dass das dann schneller oder nicht so schnell geht. Im Wahlkreis von Bundesverkehrsminister Dobrindt sind jedenfalls die 3 teuren Umgehungstunnel geplant. Die daneben liegende Bahnstrecke München-Garmisch bleibt dagegen eingleisig. Die Grünen halten auch das für fragwürdig. Der Bundesverkehrswegeplan ist nach wie vor viel zu straßenlastig. Wir bräuchten dringend eine Weiterentwicklung hin zu einem Bundesmobilitätsplan, wo System Straße und Schiene gleichwertig bewertet und das ökologisch sinnvollste Projekt dann realisiert wird. Es ist ein Bundesverkehrswegeplan, der sehr klar auch darauf achtet, dass wir Güter auf die Schiene weiter verlagern können und dies stärker als bisher, gleichzeitig aber auch feststellt, die Sanierung, die Erweiterung der bestehenden Straßeninfrastruktur spielt eine große Rolle. Dobrindts Straßentunnelprojekte im eigenen Wahlkreis bleiben heftig umstritten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat ordentlich Kies. Gut, weniger in der Haushaltskasse, dafür umso mehr im Rhein. Die kleinen Steine werden zu Beton verarbeitet und gelten als wichtiger Rohstoff für die Bauindustrie. Kies abzubauen, ihn aus dem Wasser zu schaufeln, galt bisher als großer Eingriff in die Natur. Doch es geht auch anders. In NRW arbeiten Industrie und Naturschutz Hand in Hand. Aus den ehemaligen Kiesgruben entstehen neue Hochwasserschutzflächen und Landschaftsschutzgebiete. Ute Waffenschmidt. Kiessand. Unaufhörlich schaufelt der Bagger den Rohstoff aus der Erde. Das Werk Milchplatz ist eines der größten Kieswerke am Niederrhein. Der Rhein bringt seit Jahrhunderten Gestein aus den Alpen und malt es auf seinem langen Weg zu einem Gemisch, das hier im Rheinbogen bei Wesel geradezu perfekt ist für die moderne Bauindustrie, für Beton. Dafür verschwinden Wiesen und Felder, riesige Erdmassen werden verschoben. Kritiker sagen, Kiesabbau mache Landschaft löchrig wie einen Käse. Was hier gerne als Schweizer Käse mal benannt wird, ist irgendwo anders die Mecklenburgische Seenplatte. Also es immer liegt so in dem Auge des Betrachters, ob man das schön findet oder nicht. Zum Beispiel die Mündungsauen des Flusses Lippe. Ein junges Naturschutzgebiet mit mehr als 100 Tierarten. Geplant wurde es vom Land, umgesetzt mit dem Kieswerk und Naturschützern. Peter Malzbender engagiert sich dort seit Jahrzehnten. Erst langsam kam der öffentliche Sinneswandel, nämlich Flüssen wie der Lippe ihren natürlichen Lauf und wilde Ufer wiederzugeben. Dieses ist entstanden aus der Entwicklung heraus, dass man für die Lippe grundsätzlich etwas tun wollte. Und dann hat man hier so ein wahnsinnig schönes Auengebiet geschaffen. Die Mündungsauen sind geplanter Naturschutz. Die Firma Hülsken durfte den Kies abbaggern, musste im Gegenzug danach ihr Know-how zur Verfügung stellen und eine völlig neue naturnahe Idylle formen mit 200.000 Lkw-Ladungen Erdreich. Man hat gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, indem man nämlich einerseits Kies hier rausgeholt hat, aber dann auch die Landschaft modelliert, so wie Naturschutz und Fachbehörden sich das ausgedacht haben. Kies und Sand sind begehrte Rohstoffe. Diese abzubaggern in einem dicht besiedelten Land ist eine Herausforderung. Das kann nur gelingen, wenn Wirtschaft und Natur zu ihrem Recht kommen. Und
das war schon wieder von uns. Hier geht es nun weiter mit der Küchenschlacht. Heute Nachrichten wieder um 15 Uhr und jederzeit lohnt sich natürlich ein Klick auf heute.de. Ihnen noch einen schönen Tag heute in Deutschland. Botschaft in Ankara einbestellt. Zuvor kritisierte der türkische Justizminister das Redeverbot auf einer Kundgebung der AKP. Das ist völlig widerrechtlich und in einer Art auch unhöflich, dass unser Präsident nicht in Köln sprechen durfte. Von nun an darf Deutschland gegenüber der Türkei nicht mehr Begriffe wie Rechtsstaat und Menschenrechte in den Mund nehmen. Die zweite Drohung aus Ankara geht heute Richtung Brüssel und betrifft das Flüchtlingsabkommen. Die Türkei fordert, dass ihre Bürger bis spätestens Oktober ohne Visum in die EU reisen dürfen. Ansonsten will die Regierung in Ankara Demokratie und Recht, twitterte der türkische Justizminister, dass die Pro-Erdogan-Demonstration gestern in Köln ohne den türkischen Präsidenten stattfinden musste. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Zuschaltung aus formalen Gründen abgelehnt. Die Reaktion der türkischen Regierung kam prompt. Am Mittag wurde der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Ankara ins Außenministerium zitiert. Antoine Kurschilgen. Ein Meer aus roten Fahnen. Die Stadt Köln am Sonntag fest in der Hand von Erdogan-Anhängern. Rund 40.000 demonstrieren ihre bedingungslose Unterstützung für den türkischen Präsidenten. Den Flüchtlingsdeal mit der Europäischen Union beenden. Drohungen und Ultimaten sind scheinbar der neue türkische Stil. Wir sind aber nicht auf einem türkischen Basar, wenn es um die Visafreiheit geht. Es gilt, 72 Kriterien in puncto Visafreiheit zu erfüllen. Und da entwickelt sich gerade die Türkei in die ganz andere Richtung. Wenn die Türkei sagt, wir sind nicht bereit, die Bedingungen der Europäischen Union zu erfüllen, dann hat die Türkei selber die in Aussicht gestellte Visafreiheit vereitelt und nicht die EU. Und die hat inzwischen auch reagiert und deutlich gemacht, dass die Kriterien für die Wieder gibt es Ärger mit der Türkei, diesmal wegen der Pro-Erdogan-Demo gestern in Köln. Weitere Themen heute in Deutschland. Konservativer Islam auf dem Vormarsch, warum junge Türken auch hierzulande immer religiöser werden. Und Kiesabbau im Einklang mit der Natur, wie am Niederrhein neue Landschaftsbilder entstehen. Liebe Zuschauer, willkommen. Es sei eine Schande für Studenten. Viele fordern lautstark die Wiedereinführung der Todesstrafe und bejubeln den Auftritt des türkischen Sportministers in Köln. Die, die uns kritisieren, sollen euch hier lebenden Türken erst einmal die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen, bevor sie Ansprüche stellen. So der türkische Minister an die Adresse der Bundesregierung. Dem hätte sich Präsident Erdogan wohl gerne angeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht untersagte aber eine Live-Zuschaltung des türkischen Präsidenten. Für Erdogan ein skandalöser Maulkorb, der heute für diplomatische Turbulenzen sorgt. Die türkische Regierung hat den Gesandten der deutschen